Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dveti mit allen. Hallo Mathis. Hallo. Moin Hi, Mathis, wie geht's hallo. dir? Schön, dass du da Hallo. bist. Ja, Und jetzt ich mal. habe eine Frage. Du hast eine Frage? Nein. Wieso macht dieser Phasenkondensator hier nichts? Sollte hier nicht auch so ein Strahl kommen? Das ist Strahlen. Weiß ich nicht. Ich Wow. setze da unten nie einen ein, tatsächlich. Ja, aber hier ist ein Zeichen. Da Ja, ich muss einer weiß. drauf. Siehst du? Das ist. Das ist nur eine Alubeschichtung obendrauf, die Wärme abgibt, auf einen Punkt bündelt und dann in den Lüfter abgibt. Entschuldigung, das muss ich noch gucken. Ja, Das ist heißt, cool. der ist nicht kaputt. Sehr schön. Ich weiß es mit dem Phasenkondensator nicht, mit dem Reflektor, keine Ahnung. Skandal. Im Sperrbezirk. Ah, das wollte ich auch gerade sagen. Na, Mathis Cutie, was hast du heute getrieben? Was hast du bis heute getrieben? Das ist irgendwie ein bisschen. Können wir nochmal mit dem Looter reden? Er hat Oder nur eine was? Quest auf jeden Ich Fall, der Vogel, glaube, ja. ne? Ja, wo ist der Vogel? Ach, da ist der Vogel. Lol. Du hast einen Vogel. Habt ihr meine Herausforderung abgeschlossen? Habt ihr das Konstrukt zerstört? Nicken und sagen, dass du erfolgreich warst. Gratulation, ihr seid die einzige Otterwecke, die die alten Arenenrituale befolgt hat. Nun seid ihr die eine. Bitch! Der Geistervogel sträubt die Federn statt dich an. Du spürst, wie du von einer mächtigen Energie durchflutet wirst, die dir erhalten bleibt. Glücklich die, die von den Toten zehren. Excuse me? Okay, Hast du interessant. nicht alleine gemacht? Nee, vor allen Dingen dachte ich jetzt, wir haben jetzt wieder diesen Showdown von wegen alle gegen alle, weißt du? Ja, dachte ich eigentlich auch. Es würde mich Wäre mal super gewesen, interessieren. weil Leon war schon tot. Es würde mich tatsächlich interessieren, wie das entschieden wird. Nein. Ja, schön auch Stimmen zu hören. Natürlich 19. Dankeschön. Das ist Scheiß. besser. Was denn? Endhose. Ach, ja. geil. Endhose wäre dabei, Achso. aber 45 physische, 221 magische Rüstung. Für die Hose? Ja. Nee, ich hab, Oh, du hast eine göttliche an, wie Ja. gemeint. Hat auch in jedem Slot göttlich. Viel besser als meine ist er auch nicht. Und dann halt noch ein Einhandstreitkolben, vielleicht für Marcel. Welche Wert? 9 bis 10 Luft, Letzter 57, Preis. 60 physisch. Dann plus 2 Stärke, Atrophie, schockiert und ersticken, alle mit Und 10% Chance. Ich habe auf meinem Schwert 3 Gedächtnispunkte drauf und die sind eigentlich schon not bad. Na, aber wenn ich die wegnehme, dann fallen mir wieder ein paar. Fängt mir von vorne an. Scheiß Tag, aber jetzt Ablenkung. Euer Tag. Mein Tag war bis vorhin auch ein bisschen. Also, mein gestriger Tag war so dermaßen kacke, dass es sich bis heute gezogen hat. Aber es war heute, ich war heute produktiv und es ist besser. Ich nehme dann einfach diese Tunika, weil wir brauchen nichts von den Items und die verkauft sich fürs meiste Gold. Cool. Ich muss mal an Punika denken. Leon versucht dann auch irgendwie. Was hat sich jetzt dadurch verändert, dass ich die eine bin? Hast du nicht eine Das Fähigkeit war bekommen? die. Nein. Magst du mit dem nochmal quatschen? Mit dem Vogel? Das ist halt jetzt die eine. Willkommen. Nee. Okay, dann keine Ahnung. So wie in jeder Arena. Ich glaube, du musst das machen, um die nächste Arena in Akt 4 zu machen, oder? Anders? Es Oder gibt in hättest du Akt hier auch nochmal 4 einen keine Quellen drin? Arena. Doch, prinzipiell schon. Hat. Okay. Bin ich gespannt, was du da für eine Arena hältst. Mit den Spiegeln. Ja, aber die kommt ja so oder so. Also, auch wenn du die hier Ja, skippst. aber das ist ja prinzipiell eine Arena. Ja, gut, dafür braucht man leider keine Herausforderung. Keine Gut, dann gehen wir. Request. Punika, habt ihr. Warum funktioniert das hier? Nun muss man echt erst mit dem Wächter sprechen, mit dem wir noch überhaupt nicht gequatscht haben. Aber selbst dann weiß ich nicht, was da unten sein soll. Strahl kommt hier. Ja, was soll er unten bringen? Auch wieder Das ist wahr. eine gute Frage. Na gut. Punika. Hat irgendwer was von Punika gesagt? Ja. Ja. Okay, ich habe nicht zugehört. Wow. Nach der Wow. Tunika hatten wir einen Wortwitz mit Punika gemacht. Ach so. Ja, hier Ja, liegt ein okay. Quellenmagiepunkt für dich. Du hättest die Apparate unten aber aussaugen können. Hä, was habe ich denn gerade aufgehoben? Ewigen Teller. Toll. Den Nichts ich wert. hab Lucky fallen lassen. Find.
Ja, den hast du den direkt in meinen Laufweg geworfen? Nein, ich hab den da fallen lassen, weil Nolan die mir rübergeschoben hat. Was letzten Stream schon gewesen ist. Ja. Oh. Weil ich nur noch 5 Stärke hab. In den Schall. Ein Automat liegt still und reglos vor dir. Aus dem Torso dringt ein schwaches, pulsierendes Glühen. Offenbar ist er inaktiv. Schauen wir uns das mal genauer an. Ein Fach an der Seite des Automaten ist leer. Da scheint etwas zu fehlen. Eine Aussparung. Setzen wir mal einen Kondensator ein. Der Kondensator zischt und sprüht Funken. Dann beginnt pulsierendes Licht im Automaten zu kreisen. Er erhebt sich. Hast du eine neue Konvo gekriegt? Ja, oder? Okay. Ich. Er hat einen Schritt gemacht und mich dann angesprochen. Wow. Automat überragt dich und betrachtet dich leidenschaftslos mit seinem einzelnen leuchtenden Auge. Leuchtenden Auge. Okay. Den Automaten zögerlich grüßen. Brrr. Hallo, Gott erweckte. Der Automat mustert dein Gesicht. Ihr seid ein verzögertes Exemplar. Krrr. Eure Ankunft war längst überfällig. Fragen, was dies für ein Ort ist. Dies ist die Akademie, ein großartiger Ort des Lernens. Ich bin der Sehneschall. Ich diene denen, die lehren und dienen. Und denen, die lernen, wie ihr. Lass es mich zeigen. Euch zeigen. Ups, sorry. Den Sehneschall fragen, ob etwas nicht stimmt. Der Sehneschall schweigt lange, als hätten seine kognitiven Komponenten große Schwierigkeiten, die Frage zu verarbeiten. Offenbar hat jemand an mir herumgefuscht. Meine Energieversorgung wurde gewaltsam entfernt. Von wem ist nicht klar. Inaktivität hat zu weiteren Schäden geführt. Ich kann nicht auf alle Module zugreifen. Leider. Aber ich helfe euch, wo immer möglich. Fragen, was der Zweck der Akademie ist. Die Akademie dient dazu, unter den Gotterweckten das Göttliche zu entschleiern. Nachfragen, was Gotterweckte ab hier tun müssen. Ihr müsst den Tempel betreten und euch dann in der Rede des Allen beweisen. Haben wir schon. Frag, wie man in den Tempel gelangt. Gotterweckte müssen problemlos hineinkommen. Wer mich manipuliert hat, könnte sich auch sonst an der Akademie zu schaffen gemacht haben. Verzeiht, Gotterweckte, ich bin sicher, ihr werdet alle Schwierigkeiten überwinden. Fragen, wie du in der Arena bestehen kannst. Es ist ganz einfach. Besiegt alle anderen. Falsch. Nutella mega. Ja, frag mal dann Lena, wie es zu Nutella steht, Mathis. Ich muss halt nur runterscrollen. I can't make heads nor tails of this. I can understand this reads in the footsteps of the... Jetzt haben wir wirklich die Quest. Dann können wir in die Arena. Wir müssen da jetzt nochmal runter. Jetzt echt? Ja, finde einen Weg in den Tempel. Wir müssen in den Tempel gelangen, von dort aus können wir die Arena betreten. Der Tempel ist das, was geradeaus liegt. Ah, okay. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Leon, hast du dich actually nicht bewegt oder was stehst du da in der Gegend rum? Ich hab mich noch nicht bewegt. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwie einen Bug oder so. Looks like a library. Looks. How thrilling. How thrilling, sagte sie, während sie eine Leiche... Was ist das zwischen Lose und Sibylle gerade? Ist da irgendwas, was wir noch nicht wissen? Letztes Mal schon dieses Anbitchen. Oh, ich habe eine Hose gefunden. Identifizieren wir Marcel. Wann dachte ich das noch? Okay, keine Ahnung. Ja, dieser Geist. Oh, identifizieren wir Marcel. In der Rippe mit dem Geist. Der Geist eines ziemlich alten Mannes tapst durch die Gegend. Offenbar bemerkt er den Zustand des Raums nicht. Er wendet sich zu dir und lächelt freundlich. Ah, eine neue Studentin. Ich bewundere euren Enthusiasmus, aber ich muss die Galerie jetzt für die Nacht schließen. Ihr müsst morgen wiederkommen.
mehr über diesen Ort in Erfahrung bringen. Aber bitte, ihr müsst doch von der Galerie gehört haben. Dort werden die Folianten für Gotterweckte verwahrt. Alle Kräfte, die ein Gotterweckter benötigt, sind in diesen Folianten dokumentiert. Aus meiner Sicht ist die Galerie der wichtigste Teil der ganzen Akademie. Ich werde daher keine Despektierlichkeiten gestatten. Sagen, dass du keine Studentin bist, jetzt nicht Abend ist und seine Galerie nur aus Asche und Geröll besteht. Der Geist runzelt verwirrt Stirn und fuchtelt dann rügend mit den Fingern. Ihr seid neu, da werde ich euch die Unverschämtheiten verzeihen. Aber ihr solltet euch dringend Manieren zulegen, wenn ihr die Galerie verwenden wollt. Ich werde daher keine Despektierlichkeiten gestatten. Okay. Wer bist du? Ich bin Meister Tremli, Kurator der Galerie. Ich stehe euch im Rahmen eurer Studien zur Verfügung. Aber das hat er Zeit. Jetzt schließe ich für die Nacht, wie ich schon sagte. Okay. Ich respektiere, lieber das, ich dulde keine Despektierlichkeiten. Ja. Ja, schön. Mach die Tür jetzt auf. Ich habe einen Knopf gefunden. Schockiert, dass du ihn gefunden hast. Oh, wir müssen Tremly verfolgen, welchen Knopf er jetzt wann drückt. Ja. Also ich gucke, welchen er nach hier drückt. Ja, und übrigens, da liegt noch Quelle, ne? Bei Tyan Grey. Naja. Kraje. Wir haben Schlüssel gefunden zum Lagerraum. Da lagern die bestimmt Sachen. Ich weiß doch nicht, was der Lager. Achso, also wo wir schon drin waren, wahrscheinlich vorne. Ja, schon alles geknackt. Jojo. Ich einfach die in der richtigen Reihenfolge drücken und den man Try and Error macht. Kannst du nicht jetzt einfach aufknacken? Weiß ich gar nicht, mal probieren, warte mal. Das wäre super lustig, wenn das geht. Es geht. Okay, brauchen die Knöpfe nicht. Wow. Okay, dann spreche ich mal noch mit Cassialey. Okay, dann komme ich zurück. Oh, da ist ein Grandpunkt, den hole ich mir schon mal. Wo bist denn du? Oh, nee, sie macht nichts. Lena? Macht nichts. Ah, doch. Tief in dir wird Hunger wach. Nein? nein, ich habe keinen Hunger. Der Hunger lässt nach fürs Erste. Die Erinnerungen fließen in dich wie Wasser in einen Fluss. Du bist Tyan Grey, Gotterweckte, doch göttlich wirst du nicht werden. Das weißt du, weil du einen Kollegen und Rivalen liebst. Du liebst Redalus und er liebt dich. Ihr habt vor, gemeinsam die Akademie zu verlassen, doch jetzt ist Redalus verschwunden. Redalus ist zum Kanzler gegangen, seitdem hast du ihn nicht gesehen. Du bist auf dem Weg in die Gemächer des Kanzlers, da ruft der Mann deinen Namen. Lucian, der Göttliche, fasst dich am Kinn. Du spürst einen sanften Schmerz im Herzen. Lucian lächelt dich an und ist dann fort. Du machst dir schreckliche Sorgen um Redalus. Oh. Die Einsicht, dass sie tot ist, Zeit zum Einsinken geben. Sie glaubt, dass ihr die Wahrheit selber entfällt. Lucian, der Göttliche, hat sie ermordet. Auch Redalus muss tot sein, sonst wäre er längst bei ihr. Sie lässt ihren Kopf hängen und weint. Sie wusste, dass Redalus zwar ein Kanzler in dessen Gemächern war. Sie wusste nicht, dass Lucian schon dort war. Sie weint. Oh. Immer selber Among Us. Das ist voll der Arsch. Nein, ich hab niemanden gekillt. Bitte was? Bitte was, Billy? Nein, ich war das nicht. Ich hab dich dort aber gesehen. Nein. Oh, hier ist ein Buch über den Schleier. In dem... Mal die ganzen Schränke durch, das sind überall... Wo ist das Buch, der Buch für den Schleier? Ja, in dem anderen waren auch ein paar Tafeln mit den... Foliant über den Gottspalter. Das Buch listet zahlreiche Waffen und ihre Herkunft auf. Eine Stelle scheint besonders oft gelesen worden zu sein. Die Waffe war schon in zahllosen Sprachen und unter vielen Namen bekannt. Heute heißt sie Anathema. Sie ist ein Kristallschwert, das sein erstes und nur das erste Ziel tötet. Das Schwert könnte einen Gott töten, doch danach wäre es für immer nutzlos. Beobachtung zum Schleier. Das Buch enthält offenbar eine sorgfältig gefasste Ablandung, wurde jedoch mit wütendem Gekritzel beschmiert. Verräter, Betrüger, Abtrünniger, Verräter, Ketzer, Verräter, Verräter, Verräter. Der Originaltext ist nicht mehr lesbar. Erst am Ende des Buches findet sich ein kohärenter Satz. Was ist kohärent? Übereinstimmt. Danke. Der den Umstand betrauert, dass meine Leute in die Leere geworfen wurden.
Den verräterischen Herren wird Rache und das Leid der Dunkelheit geschworen, die sie über die Welt gebracht haben. Ich werde wieder König sein. Marcel, magst du mal dieses Buch lesen? Warte. Weil das, ich gebe dir das mal gerade kurz, weil das scheint von dir zu sein. Es scheint, als hätte der Gottkönig das geschrieben, oder nicht? Ne, also den ersten Teil klang eher nach Fane statt dem Gottkönig. Ja, aber wird Fane nicht als Verräter beschimpft von den Leuten, die... Also ja, deswegen. Aber es war ja ein Lehrbuch über den Schleier. Ja. Passiert aber nichts, wenn ich es lese. Dieses Buch beschreibt die Herstellung des Eidbrechers, vor allem die Zerstörung der Waffe. Die Sense ist so mächtig, dass sie dem Willen eines Gottes gefährlich werden kann. Sie wurde in Klinge und Schaft zerlegt und außer Reichweite des Sterblichen auf der namenlosen Insel versteckt. Gut, das wussten wir schon. Ich bin gleich durch, Lena. Ich bin sofort bei dir. Ja. Foliant über den Ethereum. Ein komplizierter Satz von Diagramm führt die Funktion des Aetheran auf oder Ethereum auf. Eine Darstellung zeigt 7 himmlische Wesen, die sich von dem Gerät verneigen. Okay, ich bin durch. Zuhören. Seine Erinnerungen kommen zu dir wie ein Hund zum Härchen. Dein Name ist Redalus, du bist Gott erweckt, doch du weißt, dass du kein Götter werden kannst. Du liebst Tyrion, deine Rivalin, und diese Liebe schwächt dich. Du hast von einem Gottkönig gehört, der dich befreien würde, damit du mit Tyrion zusammen sein kannst. Du willst den Kanzler fragen, was er über diesen König weiß. Doch als du eintriffst, liegt der Kanzler tot am Boden. Über ihm steht eine Gestalt. Lucian, der große Göttliche. Er lächelt dir zu und winkt dich heran, legt deine Hand auf die Schulter und stößt dir eine Klinge in den Bauch. Während du zu Boden gehst, armer Redalus, wird dir klar, dass du Tyrion nie wiedersehen wirst. Ihn zeigen, wo er den Geist von Tyrion finden kann, ihn glauben lassen, dass er frei ist. Redalus erwacht wie aus einem Schlummer. Er nimmt, was ein tiefer Atemzug wäre, würde er noch leben und läuft davon. Tschüss. Noch der Kanzler. Willkommen in der verbotenen Bibliothek. Fürchtet die Wahrheit nicht, auch wenn sie eure Welt zerstrümmern kann. Fürchtet die Wahrheit über die Götter nicht. Geh nach der Wahrheit über die Götter fragen. Entschuldigung. Die Götter zerstören, was sie geschaffen haben. Ihr haltet sie für grausam, aber das sind sie nicht. Wir sind ihr Eigentum und sie tun mit uns, was sie tun müssen. Ein Gedanke steigt aus der Tiefe auf. Ein einziges Wort: Lügen. Fragen, ob er einen Student namens Redalus kennt. Redalus wollte die Geheimnisse der Götter erkunden. Redalus wollte den Gottkönig finden. Und Redalus starb von Lucians Hand. Okay. Captain Obvious. Tschüss. Tief in dir wird Hunger wach. Dich oder das Ding in dir verlangt es so sehr nach seiner Quelle, dass du sie schmecken kannst. Nein. Nein. Nein, nein. Der Hunger lässt nach. Fürs Erste. Wollen wir da gucken, was da jetzt, wie die Story weitergeht? Oh. Spy Redalus und Tyrion. Und ich wünsche dir einen guten Appetit, Mattis. Bis später. Ja, wünsche ich dir auch, Mattis. Ach, da. Die Liebenden schauen sich in die Augen. Endlich Entschuldigung. Mein Gott. So, endlich vereint. Dann bemerkt Tyrion deine Gegenwart. Sie lächelt dich dankbar an. Lächeln erwidern. Du wünschst ihnen alles Gute. Oder das nickt dir zu. Du weißt, dass sie jetzt zur Halle der Echos aufbrechen. Sie wenden sich einander zu. So, was gibt's denn? Fähigkeitenbuch, Hagelsturm. Kann ich schon. Leer. Oder ein Trank des linken Taumels. Toll. Buch ist mit Abstand am meisten wert. Ich will schon nach Geld gehen hier. Juli, Elena, dann haben wir nur noch. Mit Kandor habe ich noch nicht gesprochen. Und mit Leonard Rawl auch noch nicht. Warte, so. Die Erinnerung des Geistes dringt glatt in deinen Verstand ein. Er heißt Kandor und hält sich für aufstiegsbereit. Er glaubt, Gotterweckter werden und Lucian beerben zu können, sollte dieser den Krieg verlieren. Er irrt sich. Er wird sterben. Er ist gestorben, bevor auch nur den Kanzler Erlaubnis bitten konnte, in der Arena einzukämpfen. Und was noch wichtiger ist, er wurde ermordet. Wem wohl? Tiefer eintauchen. Du bist Kandor und bereit für den Aufstieg. So glaubst du. Deine Tutoren sind anderer Meinung. Warum lachst du?
weil das quasi der gleiche Anfang ist. Ja. Ja, nicht ganz. Schon ist anderer Meinung, aber du willst, dass der Kanzler deinen Fall anhört. Doch du findest jemand anderen vor, einen Mann, den du nie getroffen hast. Einen großen, mächtigen Quellenmagier. Und als ein Schatten auf dich fällt, wird dir klar, dass Lucien der Göttliche selbst ist. Er schenkt dir ein Lächeln voller Wohlwollen und Anmut und dir wird als Kandor klar, dass du noch lange nicht bereit bist. Du machst kehrst und fliehst zur Bibliothek, um deine Tutoren zu warnen, aber Lucien ist zu schnell, er erwischt dich. Du bist Kandor, der Gotterweckte, getötet vom Göttlichen. Oh. In dir hebt ein Hunger, ein Verlangen nach einer Quelle. Dieses Verlangen ist nicht deins. Bla bla bla. Das ist so krass, ist, glaube ich, dass es an irgendeiner Stelle unkontrollierbar wird. Du bist unkontrollierbar. Du bist Leonard War, ein Gotterweckter und ein Dieb. Du willst deine Geheimnisse gut, sogar vor dir selbst. Dich hineintanzen. Ja. Oh, wie schön. Ja. Das machen wir jetzt. Wir reden erfolgreich. Du bist Leonard Wall, Gotterweckter, Dieb. Wenn du dir keinen Platz im Schatten Luchens verdienen kannst, wirst du ihn stehlen. Du glaubst, dass die verbotene Bibliothek dir dabei nützlich sein kann. Doch zuerst musst du die Schlüssel stehlen. Deine Tutoren haben jeweils einen, und du darfst nicht riskieren, entdeckt zu werden. Sonst gelangst du in die Gemächer des Kanzlers. Du bezweifelst, dass du dir Leben verlassen würdest. Deine Erinnerung nach den Gemächern des Kanzlers durchsuchen. Dein bester Freund Redalus ist dein Rivale. Du weißt, dass er schwach ist. Du hast dafür gesorgt, dass er auch der Kanzler es weiß. Und als dein Freund in der Geheimkammer des Kanzlers ist, stiehlst du den Kondensator vom Tisch des Kanzlers. Dann hörst du ein Geräusch, die Ermordung deines besten Freundes. Du fliehst. Du versteckst die Kondensatoren, die du genommen hast, und brichst auf, um den Rest zu holen. Hier lauerst du und wartest auf den richtigen Moment, als du plötzlich von einem Gefühl der Liebe und des Friedens überschwemmt wirst. Dann spürst du Luciens Hand auf der Schulter. Du spürst die Klinge in deinem Rücken gar nicht. Er hebt einen Hunger, ein Verlangen nach Quelle. Die, das ist ein richtiger Suchti. Möchtest du einen Snickers? Oder? Ja, ja, vielleicht besser, als hier die ganzen armen Seelen zu versuchen zu snacken. Schnecken. Schnecken. Snacke. Dog snacken. Was denn? Ja, du musst gucken, wo der Strahl ist und den musst du dann umleiten. Ah. Oh. Warte, ich geb dir schon mal eine Hilfe, den ersten mache ich schon mal. Ja, der kommt doch. Ach, da, oh ja. Jetzt sehe ich, wo du hinläufst. Ich hab auch gerade geguckt, wo er denn gerade festhängt. Was haben die denn, wo läufst du denn jetzt hin? Ach so, ach, da geht der lang. Ach, ja, gut. Wem quatschst du eigentlich, Marcel? Hab nur mit dem Roboter gequatscht, ob der irgendwie einen Special-Dialog hat oder so. Achso. Wo hab ich sie denn da? Hast du zwei Stück? Ja. Die hat einfach alles geklaut. Ja, aber ich hab nämlich auch noch einen. Ja, das waren aber meine letzten beiden. Ja, nee, dann quatsch ich mal durch. Oh. Ich würde dir aber empfehlen, den ewigen Gebieter zuletzt dann zu quatschen. Okay. Du stehst einem bekannten Feind gegenüber. Vor dir steht ein Zwerg, den du kanntest. Oder von dem du dachtest, dass du ihn kennst. In seinem Grinsen erkennst du eine neue Bestie. Edelmut, der zur Arroganz wurde. Und Derbheit, die sich in Grausamkeit verwandelt hat. Eine Überraschung kundtun. Wie kann er hier sein? Der Gottkönig hat einen neuen Sohn zur Welt gebracht. Ich kämpfe nicht gegen den kommenden Sturm an. Ich bin der kommende Sturm. Und ihr werdet ihm nicht entkommen, alte Freundin. Oh. Seht nur, mein ehemaliger Waffengefährte, mein neuer Todfeind. Wir haben nichts zusammen gemacht, aber okay. Vor allen Dingen Waffengefährte. Ja, ja. Ja, bei mir sagt der Waffengefährtin und meine neue Todfeindin. Okay,
gut? Ja, sicherlich. Der rote Prinz, er ist im Leben? Seht, der Prinz der Dunkelheit. Niemand kann sich mir verweigern. Nicht einmal der Tod kann mich aufhalten. Ich bin dem Ruf des Gottkönigs gefolgt. Eines Tages wird er mir gehorchen. Untot und unbesiegt. So cool. Ja, der Gottkönig schickt dir gerade zwei Champions ins Rennen. Ha, das kann meinem Spielstand nicht passieren. Ihr findet es viel zu früh verreckt. Ihr seid weit gekommen, Quellenmagier. Zu weit. Ach, Alex, ne? Irgendwann reicht's. Wann ist meine Evin gestorben? Als ich angefangen habe, in der Freudenfeste gegen die Magister zu sterben, zu kämpfen. Bei einem Kampf hat er sich halt eingemischt und ist halt leider Gottes gestorben. Tatsächlich nicht, tatsächlich ist er dann trotzdem hier. Ja. Also die sind nur nicht in deinem Spiel vorhanden, wenn du die am Anfang nicht rettest. Also wenn das Schiff untergeht, hast du ja die Möglichkeit schon zu fahren oder runter zu gehen. Das Ding ist halt, wenn du halt nicht runtergehst und die halt alle sterben, dann kriegst du, glaube ich, auch keine Begleiter. Doch, doch. Ja? Die sind dann trotzdem am Strand, ja. Okay, dann sind die auf jeden Fall immer hier. Dann ist egal, wann die sterben. Sein. Das heißt, wenn du Einsamer Wolf spielst, gehst du hier gegen alle? Ja. Ja, bist aber trotzdem Einsamer Wolf. Ja. Hast also, du hast, wenn du hier bist und Einsamer Wolf hast, dann hast du so viele Stats, dass du eigentlich alles one-shottest, wenn du Schurk oder sowas spielst. Dich laut fragen, was aus seiner Eskorte geworden ist. Der bleiche Mann mag tot sein, aber seine Schergen sind auf der Insel. Meine Gefolgsleute haben ihre Pflicht getan und mir Zeit erkauft, um herzukommen. Ich werde die Opfer nach meinem Aufstieg am Urquell vergelten. Widerlicher Dude. Fragen, ob er das hier wirklich will. Alexander bestätigt es mit einem sturchen Nicken und einem intensiven, glühenden Blick. So soll es sein. So hatte mein Vater... So soll es sein. Ne, wir gehen jetzt bei Tuna Hathmel. Ich glaube, so möge es sein, ne? So hatte mein Vater sich das gedacht. Sogar hier führt er mich noch zu meinem Schicksal. So möge es sein. Hier wird klar, was er andeutet. Ihn fragen, ob er wirklich glaubt, dass Lucien jeden in der Akademie töten würde, nur um die Chancen seines Sohnes auf den Aufstieg zu steigern. Natürlich hat er das. Jeder Gotterweckte hier war eine Gefahr für sein Erbe, so hat er sie beseitigt. Wenn ich euch los bin, kann ich ihn überwinden. Die Göttlichkeit gehört mir. Versucht nicht, mit dem Schicksal zu spielen. Dass ich einfach keine Überredung int habe. Was ist dein nächstes höheres? Verstand oder Gedächtnis? Gedächtnis? Okay. Ja. Glaube ich zumindest, oder? Ja, deutlich. Sagen, dass seine Sturheit die ganze Welt in Gefahr bringt. Als Anführer hat er versagt, als Gefäß der Götter wird er ebenfalls versagen. Wir reden erfolgreich. Alexanders Entschlossenheit gerät bei deinen Worten sich beim Zwanken. Als er spricht, tut er es krächzend. Es ist ein Fluch, der Sohn des Großmannes zu sein, wisst ihr? Ein echter Fluch. Wie konnte ich je hoffen, die Welt aus der Dunkelheit zu führen, wenn ich nicht mal dem Schatten meines Vaters entrinnen kann? Jemand, der stärker ist als ich, muss der nächste Göttliche von Rivellon werden. Ich glaube, ihr werdet dazu fähig. Ich werde alles tun, was mir in Macht steht, um euch zu unterstützen. Der Lieblingssohn. Ja, dann musst du eigentlich nur noch sterben. Ich würde dich echt gerne umbringen. Du hättest jetzt mehr als 30 Mal die Chance gehabt, im nächsten Schritt ihn umzubringen und jetzt hast du ihn genau auf unsere Seite gebracht. Ja. Oh, wir haben ja noch zwei Kisten, warte mal kurz. Bevor wir die vergessen. Ich hab zwei Kisten, achso. Eine Leinenbluse, na GZ. Ups. Nimm die Kiste jetzt. Okay, die Kiste ist leer. Ups, sagt er auch einfach mal easy zum Göttlichen. Einfach mal durch den Quell laufen. Ups. Was meinst du denn, bitte? Ich hab dich nicht gehört, was? Stell dir mal vor, das würde einfach gehen und das Spiel wäre Ende. Ja, so mitten in der Konvo, so ich laufe mir durch, so ein Mitspieler so. Oder Quirk, es läuft einfach automatisch so rein. Und dann ist so, ach, Quirk ist der neue Göttliche, GZ. Sunshine, wunderschön, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und hallo, Baby Bat. Ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Du bist doch da drin fast ertrinken. Ja. Ich hoffe, ihr zwei habt einen schönen Tag gehabt und schön, dass ihr da seid. Gott erweckte.
sind eure Studien vollendet? Ja. Bereit? Alle Gotterweckten haben ihre Studien vollendet. Ich bringe euch nun zur Arena des einen. Der Urquell erwartet den Sieger. Dort könnt ihr fallen. Oder ihr könnt aufsteigen. Haben wir alles gemacht hier? Ja. Ja, ne? Ja. Sollten wir. Haben wir den vom Eidbringer alle Teile? Doch, wir haben den Teil geholt, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja. Lade an Arena des einen.